Hallo und herzlich willkommen zum neuen Messer-Review. Heute Modell Mosaik aus der Werkstatt von Mike van Dijk. Mike van Dijk klingt gut, gell? Stammt ja auch von mir. Also der Name. Mike van Dijk hieß vorher Plucky. Das ist ein Spitzname seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe gesagt so, ja, klar, dann nennt man sich als Messermacher auch so. Aber Mike van Dijk, weil der heißt Michael Deichmann. Mike, Michael, vom Deich, Mike van Dijk. So wird ein Name geboren. Braucht ihr einen guten Namen? Fragt mich. Und nennt eure Kinder bitte nicht sowas wie Jaden, Jason, Joel oder sowas. Das sieht ziemlich beschissen aus auf dem Führerschein oder überhaupt für die ganze Vita. Mike. Am besten mit YKE. Mike. Ein ganzer Kerl dank Mike. Also, der Michael, Mike van Dijk, der ist ein Messermacher, der ist in meinem Alter, der ist 50. Also ich werde dieses Jahr 50. Ne? Wollt uns ja nicht jünger reden, als wir sind oder älter reden. Ist ein Messermacher im Nebenerwerb oder Hobby-Messermacher. Und ihr kennt das Video mit dem Unboxing. Da habe ich auch noch die anderen Schaufeln und die Lampe vorgestellt. Und an dem Tag kam auch dieses Messer hier. Und ich sitze dann nach dem Video abends da so und habe so gedacht, so, das ist viel zu schön, um wieder zu gehen. Habe mich mit Michael auf den Preis geeinigt. Und ja. Und habe es nicht bereut. Ja? Das Messer ist jeden Cent wert. Ich würde sagen, wir gehen erstmal Tabletop. Oder wollen wir noch im Tabletop-Modus ein bisschen mit dem Messer arbeiten? Entschuldigung, wenn die Sonne, die steht ein bisschen schlecht und Schlagschatten auf der Augen und so weiter. Das sieht alles so aus, als wenn ich die Augen zugequollen hätte. Habe ich aber nicht. So, also komm, Tabletop. So, da haben wir das Schätzchen. Ja? Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Mal hier mein Review-Kit aufmachen. Ne? So, machen wir da auf. Und dann wollen wir mal gucken, ob keiner guckt mit dem kurzen Gliedermaßstab der Welt. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 23,8. Eine Klingenlänge von 11,2 Schleifkerbe voller Flachschliff und Full Tang. Ja, der Acrylgriff ist ja der Wahnsinn. Übrigens zu der Webseite und Mike van Dijk's Facebook-Seite packe ich euch in die Beschreibung. Ja, dann gucken wir mal nach Klingenhöhe. Machen wir hier eine Drop-Point-Klinge. 39,3. Klingenstärke von 4,5. Griffstärke an der stärksten Stelle 24,3. Und Höhe an der stärksten Stelle 31,2. Und wir haben im Prinzip, wir haben hier eine Fingermulde. Wir haben dann hier so einen kleinen Bauch. Das bringt, also das ist so für die Ergonomie der Hand gedacht, dass man ermüdungsfrei arbeiten kann. Ich habe jetzt 9,5 bis 10. Das Messer ist noch gut für Handschuhgröße 12. Ja, sowas wie im Stefan 1, 2, 3, seine Pfoten. Ja, und das Messer ist ein Slicer vom Herrn. D2 hatte ich schon gesagt. Härtung 58, 59 Rockwell bei Jürgen Schanz gehärtet. Also da hat der Mike van Dijk schon drauf Acht gegeben, da der einen Profi an der Hand hat, der ihm dann das Messer auch richtig härtet. Ja. Also, der Griff ist der helle Wahnsinn.
Was sagt ihr? Ist der Griff irre oder ist der irre? Rote Liner. Jimping. Jimping ist wichtig, gerade im Wald. Ja, weil ich viel Druck ausüben will auf den unteren Teil der Klinge. Ja, um die Klinge ein bisschen besser zu kontrollieren beim Schneiden, beim Holz oder überhaupt bei Holzarbeiten im Allgemeinen. Ja. Ihr seht, das Ding hier produziert 1A Löckchen. Man kann die Löckchen aber auch, ich weiß nicht, warum Messermacher das noch nicht gemacht haben, so wie ich das schon mal erzählt habe, warum nur hier hinten Jimping, warum nicht hier vorne auch Jimping, um zum Beispiel ganz fein arbeiten zu können, nämlich vom Daumen nahe zu drücken. Ja, muss ja kein grobes Jimping sein, es kann ja ganz feines sein, weil hier an der Stelle brauche ich kein grobes Jimping, so wie hier. Das ist relativ grob. Für ungeübte Hände wird das ein Hotspot ergeben. Da muss man halt entweder Handschuhe anziehen oder öfters raus in den Wald gehen. Aber nicht rummemmen wie ein Mädchen. Ja. Das ist ein Messer für Männer oder für ganze Kerle. Gibt ja auch unter Weibern gibt es ja auch ganze Kerle. Ja. So, komm, gehen wir mal batonieren, und zwar quer batonieren. Weil das muss ein Messer meiner Meinung nach abkönnen. Ja? Querbatoning, zum Beispiel für Lagerbau. Das sind schmerzhafte Belastungen für so ein Messer. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Kein Rollen. Kein Chippen, nix. Wie neu, ja. Das ist eine Belastung, die tut so einem Messer echt weh. Jetzt denkt der eine oder andere, der haut doch hinten auf den Griff drauf. Richtig. Das ist mein Messer, also darf ich das. Eine ziemlich unnötige Art, das Messer zu benutzen, aber es macht Spaß. Egal. Jetzt gucken wir mal, ob der Schätzchen hier auch einen Zündstall anziehen kann. Na? Entschuldigung. Like a man. Oh yeah. Gewicht waren wir noch nicht bei, ne? Waren wir noch nicht bei. Micha, kleine Zusatzidee für deine Scheiden. Die ist übrigens auch selbst gemacht. Mach hier einen kleinen Loop dran für einen Feuerstahl. Die Bushcraft-Gemeinde wird es dir danken. Ne? Weißt du, was ich meine? Gut. So, kommen wir mal zum Gewicht. Das ist relativ leicht. Ne? Das liegt aber am Acrylgriff. 236,2.
mit Scheide. Jo, Entschuldigung. Mit Scheide 298. Das gilt als relatives Leichtgewicht für den Outdoor-Bereich, wenn man davon ausgeht, dass diesen ein Full-Custom-Messer ist. Ja? Also das ist ein Messermacher, den lege ich euch jetzt mal alle mit ans Herz. Den lege ich zu euch alle ans Herz. Ja? Und kann über dieses Messer nur eins sagen. Volltreffer. Das ist übrigens ein 14. Messer, glaube ich, oder das 15. Messer, was der gebaut hat. Ich denke mal, wenn du so eine kurze Strecke an Messern erst gebaut hast und baust sie schon in so einer Qualität, da kann ich nur eins zu sagen, aus dem Mann wird noch ein richtig großer, wenn der am Ball bleibt. Ihr da was Negatives dran sehen, ich nicht. Zwei Pins sind schön, ist alles schön plan beigeschliffen, ist alles geometrisch, ja? Geometrisch und Lanyard-Hülse, keine Übergänge zwischen Griff, Liner und dem Erl. Ja? Geiles Ding, nicht so super in der Hand, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da war ich so egoistisch und habe ich gesagt, das kann ich keinem anderen gönnen, das muss ich mir gönnen. Ja, ich denke aber, ach guck mal hier, die Farbe ist geil, oder? Das ist, kennt ihr noch Brauner Bär? Kennt ihr das Eis noch? Brauner Bär? Ich habe gerade Lust auf hier so ein leckeres Eis mit Karamellfüllung. Kennt ihr das? Wie Karamell ist das geil! Oh, ja, Micha, danke für den coolen Deal. Ja, ich habe es nicht zum Vorzugspreis bekommen. Sondern ich habe den vollen Preis bezahlt. Man sollte auch bei solchen Klasse-Messern nicht unbedingt handeln, wenn man in so einem doch recht günstigen Rahmen, ich sag gleich unter 200, ja, einen Custom-Messermacher sollte man halt damit auch unterstützen, dass er sagt, gut, das lohnt sich auch, ja. Man kann ja nicht alles umsonst machen. Ich meine, da ist ein Materialkosten drin, da werden Schleifbänder verheizt und so weiter und so fort. Da muss man einfach unterstützen und sagen, gut, den Preis zahle ich. Da handel ich gar nicht. Lederscheide sehr ordentlich gearbeitet. Wir haben ein Drainage Hole. Wir haben einen ordentlich gearbeiteten Keder. Messer muss ich noch ein bisschen eingrooven, das schneidet noch ein bisschen ein, weil hier knapp gearbeitet wurde. Will ich ja da beim nächsten Mal ein bisschen aufpassen. Aber habt ihr es gehört? Achtung! Das ist wie das von Michael Barr alias nutzt jetzt eh nichts mehr, seine Firma zu nennen, der hat die aufgelöst. Das von ihm entwickelte mit dem die das Kudex, das von Michael Barr entwickelte sogenannte Kudex, das so, ich würde sagen, das ist ein Lederkydex, ja, also weil das halt auch klackt und das Messer bombensicher drin hält, ja. Kriegst du nicht raus, kriegst du nicht rein, doch kriegst du rein, aber so ohne weiteres kriegst du es nicht raus, ja. Richtig cooles Messer, das musste ich mir gönnen. Noch eine kleine Verbesserung vielleicht. Mike van Dijk, die Lederschlaufe für den Gurt, für den Gürtel, bis hier oben ziehen. Ja? Vielleicht dann nur ein bisschen weiter hier unten, bis hier oben ziehen, damit man, wenn man das am Gürtel hat und stürzt, nicht in den Griff reinstürzt. Das war's eigentlich schon. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ach, Belohnung, Volltreffer. 10 von 10. Da kann ich echt nichts gegen sagen. Das Jimping ist
mäßig aggressiv, trotz dass es ja, Acryl ist, geiler Grip, top verarbeitet, klasse Scheide. Da kannst du nur 10 von 10 geben. Siehst du das anders? Wenn ja, in die Beschreibung, in die Kommentare. Wer sagt, nö, super, schreibt es in die Kommentare und guckt in die Videobeschreibung oder auch in den ersten Kommentar, den ich jetzt immer anpinne. Da findet ihr die Webseite vom Mike van Dijk, respektive die Facebook-Webseite. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wie immer gilt, tschüss mal die Hut, schwenkt die Hut, tschüss ab und schwenkt die Kappe. Kommt gut durch die Pandemie, lasst euch nicht anhusten oder anniesen. Tschüssle.